Stellen Sie sich vor, Sie sind Künstler und Ihr Ziel ist es, ein Meisterwerk zu schaffen. Natürlich wissen Sie, dass jedes große Kunstwerk einst lediglich Teil eines Traumes oder einer Vision war. Nur ein Kasten bunter Farben, ein Pinsel auf der Palette, weicher Lehm oder ein Stück Stein. Im Traum erwacht dann aber Ihre Vision vom Kunstwerk zu neuem Leben. Es entstehen einmalige Düfte, neue Farben und neuartige Geschmacksrichtungen, die sich dank der geheimnisvollen Begabungen zu golden gereiften Weizenähren, zu stolz erhobenen Häuptern von Sonnenblumen und zu dickköpfigen Maiskolben verwandeln. Träume oder Visionen sind nicht nur Abbilder dessen, was wir uns einst zu werden erhoffen. Sie sind die Berufung, besser zu werden. Ein Aufruf dazu, etwas Größeres zu werden und zu erreichen. Und Slavonien kann dies definitiv schaffen. Denn Slavonien ist aus Gutem beschaffen. Und das soll zu neuer Energie umgewandelt werden. Selbst das winzigste Körnchen kann zur Quelle dieser guten Energie werden. Und zwar in Form von gesundem und streng kontrolliertem Viehfutter aus eigener Produktion. Futter, das durch nichts zu ersetzen ist. Dieses Körnchen kann auch den Viehbestand veredeln, dessen Herkunft seit Generationen auf den slawonischen Farmen im Umkreis von höchstens 90 Kilometern um unsere Anlage herum gehegt und gepflegt wird. Es ist gut, wenn es heimisch ist. Wenn wir diese Vision wahrmachen und sie auf eine unbeschriebene Leinwand bannen, entdecken wir erste Konturen und anschließend auch ein klares Abbild davon, wozu wir in der Lage sind. Wir glauben fest daran, dass all jenes, was wir im Leben einzig zu unserem persönlichen Vorteil tun, mit uns auch verschwindet. Doch all das, was wir für andere tun, das lebt für immer. Hat da jemand eine weite, unbeschriebene Leinwand erwähnt? Genau! Das ist eine hundertprozentig slawonische Leinwand und Vision. Kehren wir endlich ein. Ich bin ungeduldig. Etwas Gutes liegt in der Luft. Das Ergebnis der Kompetenz und großen Hingabe aller Entwicklungsteilnehmer ist die modernste Anlage zur Herstellung von Rohschinken in diesem Teil Europas. Die gegenwärtigen Herstellungskapazitäten von 150.000 Stück Rohschinken garantieren Erzeugnisse aus ausschließlich frischen Keulen heimischer slawonischer Schweine, gewürzt mit einer Prise Meersalz von der Adria.
die Reifedauer von mindestens 400 Tagen, und zwar ohne Räucherung, verleiht dem slawonischen Rohschinken seinen milden Geschmack und seine zarte Struktur. Haben Sie es erst einmal probiert, werden Sie das slawonische Gut leicht lieben lernen. Damit die vorzügliche und bewährte Rohstoffbasis aus Fleisch in der gleichen Güteklasse auch in anderen Erzeugnissen vollständig vertreten ist, bieten wir eine neue Auswahl hochwertiger Erzeugnisse an. Gerollten Pancetta, Speck, Ossicolo und geräuchertes Lendenfilet. Der mediterrane Geschmack wird durch den vollautomatisierten Herstellungsprozess unserer fähigen Technologen in keiner Weise beeinträchtigt. Neben den Basisgewürzen Salz und Pfeffer, ohne Geschmacksverstärker, ohne Nahrungsmittelfarben und ohne Räucherung, besitzen die Erzeugnisse, die unsere Anlagen verlassen, einen niedrigen glykämischen Index.
Aufschnitt- und Verpackungsanlagen für Trockenfleischwaren bestehen aus mehreren miteinander verbundenen Einheiten, durch welche die gesundheitliche Unbedenklichkeit unserer Produkte gewährleistet wird. Um Ihnen den vollkommenen Gourmet-Genuss zu erleichtern, werden die Dobre-Produkte sowohl in Stücke geschnitten als auch als Aufschnitt angeboten, und zwar servierfertig. Wir kennen die Schlüsselelemente in der Wertschöpfungskette, um höchste Qualität zu erreichen. Hochwertige und bekannte slawonische Rohstoffe, Technologie auf dem neuesten Stand, weltbekannte Rezepturen, fleißige und gut ausgebildete junge Fachkräfte sowie zufriedene Verbraucher. Tun auch Sie etwas Gutes. Bereiten Sie feine gastronomische Überraschungen vor, die für allseits gute Stimmung sorgen. Wir haben etwas Neues und Gutes geschaffen. Wir glauben an unser Gutes. Sie müssen lediglich sagen, wie gut das nur schmeckt.